Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator. So, langsam, ne? Wie gesagt, langsam kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. So, wir müssten nach... Upsala, da bin ich viel zu weit. Hier. Dresden. Ja, nach Essen mag ich jetzt irgendwie nicht. Darauf mag ich aber auch nicht. Nicht wirklich, oder? Oh, dann ist schon aus mit Dresden. Ist ja blöd. Wir haben nur 1, 2, 3, 4. Nach Calais. Oh, nach Calais, ne? Das wäre eine absolut lange Fahrt, ne? Das gibt aber auch richtig Geld. Thunfisch bin ich total dagegen. In Gegend. Ja, aber wir fahren es, ne? Hm. Essen wäre auch nicht schlecht, aber hier, da hätten wir gleich mit einem Streich. Wie lange fährt man denn da? Fährt man ja ewig, oder? Hm. Ich wäre echt für Calais. Das ist. Oh, es ist ewig weit. Reicht da einmal zu schlafen? Ach komm, wir machen jetzt mal so eine richtig lange Fahrt nach Calais rüber. Mit Dosen Thunfisch. 7 Tonnen, das ist ja fast nix, ne? Zu Schenker. So, ihr wisst, als erstes ist wichtig immer eine gute Planung. So, wir, es ist Mittwoch, oh, wir haben gar nicht so lange Zeit, ne, wenn man das sich mal anschaut. Ich meine, es ist ewig lange, ne? Ah, von schon hier. Also, auf alle Fälle dazwischen eine Pause. So, wir schauen wieder drauf auf unsere Streckenführung. Nehmen wir gleich so, wie wir rauskommen, eigentlich brauchen wir... Im Grunde ist das mal ganz einfach, ne? Das ist mal ganz einfach. Einfach mal rechts. So, schauen wir mal, wie das Ganze komplett aussieht. Achso, wir wollten mal schauen. Ja, aber meistens passt das immer hier, ne? Wuppertal vorbei, Liege, das sind wir schon gefahren alles, ne? Dann rüber nach Calais, ja, sieht gut aus irgendwie. Boah, ist das ewig weit. So, wir gehen dann auf die 17 drauf, aber nicht Richtung Prag, sondern vielleicht Richtung Erfurt oder sowas. Ne? Müssen wir schauen. Jedenfalls nicht Richtung Prag. Ja, auf der 17. Also nicht Prag, ne? Das merken wir uns. So, und dann... 17. Ja, dann auf die 4. Aber Moment, die geht wieder nach Erfurt, oder? Ja. Die 4 nach Erfurt, das ist klar. Ja, und dann fahren wir die 4 ewig lange, so wie schon immer. Und dann fahren wir Richtung Frankfurt erstmal wieder, ne? Genau. Die 7, die dann zur 5 wird, nach Frankfurt. So, da kennen wir uns fast aus. So, dann wieder rauf, so Richtung Wuppertal, ne? Also, ich glaube, da ist Köln ausgeschildert, ne? Ich denke, dann kommt Köln. Denke ich. Und dann kommen wir wieder auf eine 4. Das ist hier sehr komisch, ne? Richtung Liege. Ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber ich denke, die 4 Liege. So, und dann die A3. Und dann wird die A3 zur A15. Ne? So, musste eine kleine Unterbrechung einlegen. Ich hoffe, dass die Zeit hier nicht weitergelaufen ist. Ne? So, wo waren wir? Auf der A3, ne? Die zur A15 wird. Und das ist im Grunde erstmal immer... Brüssel, mehr oder weniger. Und dann auf die A7. Aber wo geht die hin?
nach Lille vielleicht, ne? Gehen wir mal aus. Also wir dürfen auf alle Fälle nicht nach Brüssel, ne? Sondern auf die A7 oder ja, A2 könnte es auch sein. Nach Lille. Oder Lille? Hört sich an wie Lille oder Lille. Und wir gehen dann auf die A23. Ne? Das ist das Wichtige noch. A23 nach Lille. Okay. So, dann fahren wir weiter die A25. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich, das wird dann schon Calais sein. Ne? Ich hoffe, dass es ausgeschildert ist. Ne? Also A25 und die A16, wie die immer zu wechselt hier, na, ist schon Wahnsinn. Und dann nach Calais rein. Und wenn wir dann von der Autobahn runtergehen, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Wir nehmen dann den Kreisel, die letzte Ausfahrt, ne? Und dann... rechts rein, ne, zu Schenke. Na gut. Und wir müssen natürlich gleich den ersten. Also rechts, ne? Okay. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir das so schaffen. Ach so, halt! Ja, ich vergesse das immer. Es kommt natürlich jetzt wieder darauf an, wo wir, wie viel wir überhaupt im Tank haben, ne? Boah, das ist trotzdem weit. Vielleicht müssen wir sogar zweimal tanken. Kommt halt drauf an, ne? Das müssen wir entscheiden. Ich würde beinahe sagen, dass wir... Hier wäre ein perfekter Platz zum Schlafen. Ne, auf der A4 vor Liege. Radio, freie Welle. Musik, nonstop. Vor Liege wäre ein... oder? Ja, es kommt drauf an halt, ne? Das wäre natürlich auch ein perfekter... Aber so weit kommen wir überhaupt gar nicht. Schätze ich. Naja, das müssen wir einfach spontan dann entscheiden. Ganz spontan entscheiden. Einen kleinen Container hinten dran. Bei Raben. In Grün. Iveco. Dresden wäre natürlich schön, wenn wir hier mal Zwinger oder sowas sehen würden, ne? Was steht dort? So, kann man jetzt nicht lesen. Zwinger oder sowas, ne? Oder die Semperoper. Aber mit dem müssen wir eigentlich ganz gut, würde ich sagen, müssen wir eigentlich ganz gut zurechtkommen. Weil wir haben keinen riesigen Auflieger hinten dran, ne? So, was haben wir gesagt als erstes? Ich habe schon vergessen. A17. Ich glaube, A17 war es. Jedenfalls nicht Richtung Prag, ne? Daran kann ich mich noch entsinnen. Nicht Richtung Prag. Hier haben wir Randstadt, Arbeitgeber. Haben wir wahrscheinlich schon entdeckt. Die Frage ist, wo genau kommen wir dort auf die Autobahn? Mal schauen. Ja, man sieht aber hier sind wir wirklich in den Außenbezirken. Ja, ich war schon mal in den Außenbezirken von Dresden. Und da sieht es natürlich auch nicht ganz so nett aus. Aber ansonsten ist Dresden eine tolle Stadt. Boah, wir nehmen hier wirklich jede rote Ampel mit, ne? Also von Rote Welle sehe ich hier nichts. Von Rote Welle sehe ich was. Das sehe ich genug. Ich will die grüne Welle. Den haben wir denn hier? Der fährt ganz ohne. Da hinten ist einer drin mit... Ich wollte sagen mit Schnauze, aber nee.
Aber es ist schon cool, dass da auch welche drin sitzen. Sitzen eigentlich in den Autos? Sitzen da auch Leute drin? Ja. Ich habe noch gar nicht richtig geschaut. Ich denke, sitzt in jedem Auto jemand drin? So, da gehen wir aus Dresden heraus mit unserem Iveco. So, wollen wir schauen, wo ist denn hier eigentlich... Wo sehen wir denn hier eigentlich, wie viel Tanke und so ist? Warte mal kurz, lass mal kurz schauen. Hier, Kraftstoffverbrauch. 144 Liter. Das lassen wir mal lieber an. Damit wir uns ein bisschen orientieren. Da vorne kommt die erste... Moment. Die erste Wegweise. Berlin-Leipzig. Hört sich irgendwie gut an. Hört sich toll an. Dann bleiben wir gleich hier. Und dann haben wir gesagt, gleich die A4. Und da auf der A4 bleiben wir ja ewig lang, ne? Richtung Erfurt. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage wieder, müssen wir nach links? Da steht zwar zweispurig, ne, aber man weiß es immer nicht. Plötzlich wird es einspurig und ich muss in der letzten Sekunde noch rüber. Aber es scheint in Ordnung zu sein. So, Erfurt. Ja. So, jetzt schauen wir hier. 134 Liter. 133 Liter. Na, wollen wir schauen, ne? Wie weit wir hier so kommen. 40. Gehen wir mal ein bisschen runter. Ne? Ein bisschen Schwung braucht man halt auch. Ne? Ich hätte den Schwung mitnehmen sollen. Das wird auch ewig lange Fahrt, ne? Ewig lang. So, hier haben wir 100. Haben wir kein Problem mit. Wieder ein bisschen diesig. Früh ist immer ein bisschen diesig, ne? Was ist denn das hier? Was sind denn das eigentlich immer für... für Kameras auf den Autobahnen. Verkehrszählung? Könnte sein. Könnte eigentlich sein. Ja, Dresden. Eine Stadt, die über 500.000 Einwohner hat. Landeshauptstadt von Sachsen. Kulturstadt ohne Ende. Elbflorenz auch genannt. Also die Elbe fließt da durch. Und ich war selbst schon öfter in Dresden und es ist wirklich sehr schön dort zu sitzen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Wir waren glaube ich schon mal in Dresden. Waren wir da auch nicht beim Lidl sogar? Bin mir gar nicht so sicher. Und ja, Dresden, wo kommt der Name her? Aus dem Slawischen, denn ursprünglich war das mal eine slawische Siedlung. Übrigens ist diese Siedlung auch schon, also ist schon immer besiedelt worden. Seit der Steinzeit ist diese Siedlung schon immer von Menschen besiedelt worden. Ah, ich traue mich nicht. Nicht für den Stau. Ah, zu stark gebremst. Und hier eben auch, hier einmal die Sorben sind hier interessant, die sich als Volksgruppe, ja, teilweise heute gibt es noch die Volksgruppe der Sorben, aber ich glaube ein bisschen weiter auch nördlich gibt es die mit ihren Traditionen und so weiter. Und ja, und die Slawen, ne? Oder die Slawen insgesamt, die hier ansässig waren. Und da kommt eben der Name her, nämlich Drezka. Und Drezka bedeutet nichts weiter als ja, Wald oder Dickicht. Und dieser Dresdner Raum muss sehr, 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 sehr bewaldet gewesen sein. Scheint ja heute noch, ne, recht viel Wald zu geben.
Und deswegen war es auch recht schwierig, am Anfang dort auch Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Wechselburg, romanische Basilisk. Und so hat sich diese Siedlung am Anfang sehr zögerlich entwickelt. Dann ging es eigentlich schneller. Ich sage euch dann noch was dazu, wann wieder die Blütezeit war. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wann die Blütezeit war. Wenn ihr ein bisschen verfolgt habt, wenn ich immer sage, wo so das goldene Zeitalter ist. Auch hier wieder habe ich gemerkt, auch da ist wieder das goldene Zeitalter. Ja, Drezka und Wald, ne? Und Jane heißt, ja, die scheinen die Einwohner dort gewesen zu sein, die Siedler dort gewesen zu sein. Und Drezdane, da kommt dann Drezjane, erst Drezdane. Und aus diesen Drezdane heraus, also aus den Einwohnern dieses Wäldchens, entstand dann Dresden heraus. Das ist so die Herkunft. Oh, Schloss Rochlitz, das ist bei Chemnitz. Nein? Ja, ich wollte eigentlich raus. Warte mal, jetzt vielleicht? Ja. Mal schauen, ob wir ihn überholen können. Wir haben eine weite Strecke. Ja, Schloss Rochlitz war ich auch schon. Ein schönes Schloss, was man sich mal... Sag mal, also manchmal denke ich... Habt ihr das gesehen? Ich habe schon gedacht, das knallt wieder. Echt gedacht, das knallt. Drüben irgendwie Holzverarbeitung, ne? Jo. Halt, toll, jetzt müssen wir aufpassen hier. 4. Also seit der Jungsteinzeit im Grunde das Ganze schon besiedelt, ne? So, Frankfurt ist richtig. Dann 1216 wird Dresden das erste Mal eigentlich als Stadt auch erwähnt. Und ja, da kann man eben sagen, dass es dann auch Stadtrecht hatte. Ne? Genau. Es war, ja, wie so viele Städte auch, war es eine Kaufmannssiedlung. 80. So haben sich ja die meisten Städte eigentlich gebildet mit einem Markt, ne, der dann immer größer wurde. Und um diesen Markt herum haben sich Handwerker und so weiter, wie eben so eine Stadt ist, mit ihren Zünften und, was sich da im Mittelalter dann gebildet hat. Ne. Die Slawen hat übrigens Heinrich der Erste verscheucht, sag ich mal, missioniert. Ne. Karl der Große hat ja auch so eine Sachsen- und Slawen Missionierung durchgeführt mit dem Schwerte und hier aber im Grunde erst durch Heinrich den Ersten ist das Gebiet um Dresden dann dominiert worden von den christlichen Siedlern. Na, davor waren es dann eher, die hatten ja so andere Götter, ne, die Slawen. Beispiel die Irminsul war ja das große Heiligtum, ne, was ja vernichtet worden ist von Karl dem Großen. Ja, wenn man mal bedenkt, am Anfang war Dresden, also wenn man jetzt so über 500.000, 530.000 Bewohner das so sieht, darf ich rüber, dann habe ich den hinten zum Unfall gereizt, glaube ich. Dann muss man sagen, am Anfang hat sich das nicht so gut entwickelt. Also im 15. Jahrhundert war es im Vergleich zu anderen Städten mit gerade mal ja, um die 6.000 Einwohner herum nicht gerade eine große Stadt. Ne? Die hat sich eigentlich erst entwickelt mit der Reformation. Wenn ich an Reformation denke, aber wo muss man da hin? Wartet mal kurz, muss mal überlegen. Wir müssen ja dann auf die A7, ne? Frankfurt. Das darf man nicht vergessen. A7, Frankfurt.
oder dann A5. Noch ist aber alles in Ordnung. Bremst immer ganz schön. Mag aber nicht drauf fahren. Wir haben ganz schön Verkehr. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, nach der Reformation. Was ich mit der Reformation in Verbindung bringe, man denkt ja bei Reformation ja immer an Martin Luther. Ne? Es gab ja davor aber schon mit Jan Hus, mit diesem böhmischen Reformator, eine Reformationsbewegung, nämlich mit den Hussiten. Und diese Hussiten haben auch vor Dresden gestanden, haben die Stadt belagert. Ich denke, sie haben sie nicht eingenommen, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls mit der Reformation, hier sind wir wieder bei den drei gleichen. Mit der Reformation hat sich dann auch die Stadt herausgemacht, hat einen wirtschaftlichen Aufschwung, kulturellen Aufschwung erlebt. Und so geht es vielen Städten. Und da jetzt ist natürlich hier, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht ganz genau, warum das immer im 15., 16. Jahrhundert ist, wo so die Städte so aufgeblüht sind. Ich denke, das hat was mit der protestantischen Reformation zu tun, ne? Dass hier die alten, es wurde erstmal das alte Ständewesen, das katholische, die Kirche wurde säkularisiert, ne? Und es ging immer weiterhin zu Manufakturen und so weiter, das ist das Protestantische. Wer von Max Weber mal die protestantische Ethik liest, der wird vielleicht dann auch sehen, dass das Protestantentum eigentlich mit dem Kapitalismus einhergeht. Ich glaube, das Protestantentum war verantwortlich, war verantwortlich dafür, dass auch dann der Kapitalismus Fuß fassen konnte. Mit dem Katholischen, glaube ich, wäre das nicht so richtig passiert. Das ist eher was so für den Adel, für den König, ne? Wo der König seine Macht hat, der Papst natürlich, ne? So, wir müssen schauen. 122. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe hier kein Risiko. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen, aber gehen wir an die Archip ran. So. Ja, das letzte Mal, das hat mich doch etwas... Wir schauen mal, wo wir genau sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind, aber wir schauen noch mal auf die Map. Auf alle Fälle möchte ich noch nicht schlafen. Das würde ich dann doch erst dort machen. Ja. Wir fahren mal kurz hier hin. So. Dann... Schauen wir mal kurz drauf. Aha, wir müssen gleich, wie gesagt, hier drauf. Was haben wir gesagt? Bei Liege wollten wir schlafen, ne? Sieht eigentlich gut aus, bei Liege zu schlafen. Wir sind gut mit der Tankerei. Doch, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, gehe ich hier kurz, ne, mal hol mir einen Snack, einen Schokoladensnack. Müssten wir eigentlich, oder? Schaffen wir das? Ja, ich denke schon. Doch, hole ich mir einen Schokoladensnack und, jo, doch, sieht gut aus. Sieht echt gut aus, auf alle Fälle. Bis gleich.